auf der anderen Seite der Mauer, hier ist einer, dann ja, ich hier weiß. Ist noch einer, hier ist noch einer und hier ist noch einer. Also insgesamt vier warten in einer Reihe da bei der Mauer. Die warten. Das heißt, wir können nicht raus. Und einen habe ich gesehen, der ist nach links gelaufen. Okay, wartet. Oh, Flair ist aus vorne. Phoenix. Was aber machst einen, du? Ich. Hat keiner einen. Von uns Night Vision gefunden? Nein. Lass mich da kurz vorbei. Warte kurz, ich werfe einen Flair. Hast du überhaupt? Ich sehe nichts. Ja. Ja, das ist ein Fail, weil die Bots sehen und die Lichtquelle sehen sie auch nicht. Ich werf noch einen nach draußen. Stimmt, weil der eine gestern hat uns ja auch nichts gemacht im Dunkeln. Okay, ich riskiere es jetzt. Lehn dich vorbei. Ich kann dir nicht helfen, ich bin gerade hinter dir. Alter. Schemek, der Bruder alle hingekeizt. Der hat dann vieles erwischt, Schemek. Keine Ahnung, ich werde nicht davon. Schemek geht um die Ecke und heißt sie einfach nicht. Aber einer hat es leben noch welche. Sag mal, drei hast du erwischt. Jetzt hast du es verjagt. Du meist die Aktion gerade eben. Er lehnt sich um die Ecke. Metzial wieder. Wurscht, ich riskiere. Genauso wie die Action mit dem Rucksack. Ich werf noch eine Flare hinter euch. Alter, wenn ich eine M203 Grenade nur hätte, können sie alle ausschalten. Du müsstest irgendwie. Irgendwer hat mit der Enfield auf mich geschossen. Ja, die Bots haben auch Enfield. Ich klebt in der Wand. Sehr geil. In den Plattenbauten war das, glaube ich. Die Bots haben auch Enfield. Also daher. Okay, ja, und das ist auch mit dem neuen Patch. Sie haben nicht mehr nur High. Nein, sie hatten das ja, schon. Ja, er ist auf der Plattenbaute. Sie haben das schon, ich weiß nicht wie lange, haben die Bots. Flair raucht mir einfach genau in das Gesicht weg. Komm her, Alter, du Hure. Aber Schatz, den Buch spielt ja in einer ganz alten Zeit, oder? So, ich bin jetzt beim Industrial von Baby. Dein Buch spielt ja in einer alten Zeit, oder? Weil da kann jeder Flair eine Flair aufheben und zum Chopper rennen. Okay, der auf den. Ja, dann schießen sie alle auf die Flair, Fix. Ihr müsst jetzt wirklich warten, bis es dunkel ist, nur ohne Night Vision seid ihr dem Boss um nichts voraus. Die heizen wirklich nur kurze Distanzen in der Dunkelheit. Naja, ein bisschen was sieht man schon. Ein bisschen was sieht man schon. Chopper könnte man erkennen. Warte, Pschemek macht wieder die. Weg, Pschemek, weg. Du bist getroffen, Pschemek, du blutest wie Sau. Blutest. Warte, ich geb's im Blatt weg. Geh weg. Alter, Pschemek, das ist ein Schwert. Dann verpasst ich den Blatt weg. Ja, und er hat von ihnen erledigt. Ja. Ich, gesehen, aber ich wurde von hinten beschossen. Und voll aus dem Arsch blutet hat. Bleib stehen. Warte. Hier ist der Pferdegal! Oh mein Gott! Oh was? Shit, er ist drin! Er ist dort nein, drin! Nein, nein, ich hab mal gesehen, wie Pschemek aus dem Hintern aus 10 Stellen blutet plötzlich. Ah, voll im Kopf. Bei mir steht, give Morphine. Hast du einen Bruch? Nein, da steht immer, wenn du Morphine hast. Du kannst alles verabreichen. Ja, das kannst du immer verabreichen. Danny was killed. Danny was killed? Ah, dann war noch einer hier. Naja. Von wem? Von wer eine Filme. Ja, ja, stimmt, da wäre einer gerade. Stimmt. Bin ich verdammt. Ja, mit. Hä? Nochmal. Du hast 11 Kills. Ja, ich glaube, also die 4 Bots, ich weiß nicht, ob ich sie jetzt. Na, einen habe ich noch nicht erwischt. Du hast draußen 4 gekillt und den am Dach. Scheiße, er ist rausgerannt und. Ah, es rennt einer zum Eingang. Ich weiß, ich habe ihn nicht gesehen. mein Kill! Da ist noch einer! Der kommt gleich! Kann ich nachladen? Steppert, der hat's voll gefressen, der eine. Nein. Da ist er, warte. Flair, wir brauchen gleich wieder Flares. Soll ich den Night Vision da lassen? Nein. Ja, hast du zwei? Nein, ich hab nur eins. Na, wenn dir so scheiße, wenn du mich noch holen willst, dass du das brauch trägst, eine Flair, Daniel, gib bitte eine Flair.
Aber da ist ein Baum über die Mauer, weil da ist halt ein Baum. Da ist einer gelaufen, ich habe ihn fast nicht sehen können. Damit nicht treffen können. Ja, aber ich stehe eh hinter dir, ich sehe ihn noch nicht. Hast du nichts gesehen, gell? Ich schaue jetzt auf eurer Seite von der Mauer. Ist einer drin. Wieder hinterm LKW bei euch? Aber da hinten erkenne ich gar nichts mit denen. Es rennt einer hinter Chris und Alex an der Wand entlang und einer liegt vor dem LKW, vor dem ersten, gleich raus links. Der zielt aber nicht zum Eingang, sondern irgendwo hin. Daniel, kannst du eine Flinte werfen? Über die Mauer, neben dir, zu der Tanne, hinter der Mauer? Weil ich kann niemanden erkennen. Also in die Richtung, oder was? Genau, ich kann da nämlich keinen mehr erkennen. Ja, aber er müsste halt vielleicht zwei Schritte. Wow. Er ist da, eben. Ich weiß gar nicht, jetzt vorbeirennen dahin. Besser? Er rennt dann zurück zur Tanne. Es gibt gar nichts, aber wurscht, danke. Aber man erkennt die Spiele jetzt besser, die Bots. Als raucht sie mir genau. Dürf versuchen. Pass auf, es liegt links einer vor dem LKW. Boah, ich muss nachladen, ich muss nachladen. Ich will dort auch mal schnell. Ah, der vom LKW bewegt sich. Siehst du ihn? Er rennt zum Eingang, oder? Nein. Warte. Jetzt, er rennt zum Eingang. Ready? Den Fuck, Alter. Konnte nicht abschießen. Aha. Bam! Ariku, zweiter Kill? Nein, den habe ich vorhin gehabt. Ich verwundere es immer nur. Bitte, nein, ich auch. Die Flair ist in der Tanne. Daniel raucht mir jetzt genau. Flair draußen ist. Da kenne nichts mehr. Ah, jetzt ist es besser ein bisschen. Hallo? Und komm, das regnet nicht. Einmal vor, du Arsch. Dich hinlegen. Der vor mir steht, der müsste den jetzt rechts vom Eingang sehen, am Boden liegen. Okay. Irgendeiner hat gerade das Grave Cross zerschossen. Ja, ich habe das gemacht, weil ich habe nichts mehr gesehen. Ich sehe nicht, ich schieße vor einfach hin. Kann wieder einer Richtung LKW, der draußen steht, eine hinwerfen. Bei Alex und Chris drüben, oder was? Ja. Wirklich kurz. Shit, da sind wir vorbeigelaufen. Links. Dann dürfte gleich Flyer so sehen. Oh ja, nice. Ja, das Problem ist, die rauchen mir die Sicht weg. Ich sehe das nicht. Ich habe noch 5 Flares. Ich auch. Oder 4. Also alle 5 Minuten eine Flare. Ah, da ist einer. Achtung, da schaut einer rein. Wo? Beim Eingang. Ich habe nur den Dragunov gesehen, die rein zielt. Ja, das ist schlecht. Links beim Eingang. Aber also, er ist gleich wieder weg. Ich spitze nur den Dragunov. Ich mache schon mal Platz, weil ich werde ein bisschen den Chopper wahrscheinlich auftanken müssen. Willst du ihn jetzt noch auftauchen? Alter, vergiss das einer gelaufen. Ich hab's gerade gesehen. Er wird erst zu spät gesehen wegen dem Rauch von der Flair. Ja, bitte. Er liegt genauso geschissen, gell. Lauf hin und mach's aus. Ja, genau. Sie laufen alle nach links, gell. Das heißt, Daniel muss zu bald sehen. Das ist halt die Scheiße bei dem. Ich muss ein bisschen auftanken, sonst schaffe ich's nicht bis zu Jack. Links an der Wand läuft einer. Fliegst zur Insel zu der Kleine. Du kannst bis sind leere Jerrycans drin und du kannst zur Insel im Nordosten rauffliegen und dort gemütlich auftanken. Falls dort nicht der Tyrus und sein Kumpel auf. Nach drauf geschissen, die werden dort nicht so lange sitzen, werden haben sich ausgelockt. Na, die sind noch immer da. Voll. Tyrus ist noch da. Ja, aber so oder so, wir müssen bald raus hier, Leute. Auf jeden Fall, aber da rennen mir gerade zu viele Bots. Tyrus und seine Mutter sind noch da. Eingang! Jawohl, hab ich ihn gehabt? Nein, noch einer. Von derselben Stelle? Ja. Er war unnice, wie sie umgehauen hat. Na, wo kommt er? Er hat sich gerade hingestellt dort. Ach, ich sag mal, 2 Meter vor Daniel, wenn er dort steht, hinter der Mauer. So. Problem ist, ich muss die Grave Cross zerschießen, weil das ist extrem. Wäre ready. No. Ich hoffe, der Job ist überhaupt. Einer ist jetzt wieder hinter den Truck gelaufen, der ist doch von links kommen. Ich Scheiße, die sollen sich endlich von der Frontmauer verpissen. Nächstes muss versuchen, direkt hier in dem Bereich zu laufen. Gibt's einen anderen Zugang zu dem Industrial da? Na, der Bart scheint immer wieder weg.
Oh nein, den habe ich gesehen. Wenn es einen gäbe, wären wir schon längst tot. Ja. Weil einer hat sie auch geschafft reinzukommen. Ja, sie glitschen alle durch die Wand. Aber ich weiß nicht, wie das funktioniert, also. Ja, das sind so vereinzelte. Einer ist gerade aufgestanden vor dem LKW rechts und zielt nach Norden rauf. Jetzt kommt er zur Tür, er kommt rein. Nein, noch nicht. Er rennt nach rechts, er rennt komplett nach rechts. Eine Flare ist gerade ausgegangen irgendwo. Er rennt zu den Tannen. Na passt, das war der wieder genau. Da ist er, genau. Erwischt ihn. Ja, nice. Schaut halt, dass vielleicht irgendwie den Weg gibt. Noch einer, ihr werdet ihn wieder gleich sehen. Er rennt genau auf dieselbe Route, auch zu den Tannen. Nein, ja, er hat eine Enfield. Ihr habt nicht zufällig Sicht auf irgendwelche Sandsäcke. Nein. Dann. Warte, er bewegt sich. Jetzt sehe ich ihn gleich. Und? Deine Flare aus. Ja, genau die Flare ist da draußen. Er ist weitergelaufen Richtung Hotel. Hilft noch jemand mit Flare? Der Händler da draußen nichts mehr. Ich glaube, ich sehe nicht den nicht da mal. Auch nicht mit Gamma und dem ganzen Schild. Stell das Gamma und Brightness hoch. Hab ich schon schnell, das ist das Maximum. Warte, ich sehe da noch alles. Dann sollte ich vielleicht wirklich. Danke. Wie spät ist es? Ich bin wahrscheinlich nicht mehr dunkel, oder? Ich bin immer komplett dunkel. Kannst du noch eine rechts neben dir hinwerfen? Es ist 10 vor 11. Weil ich könnte theoretisch Night Vision abgeben. Nein, schon wieder. Warum ist es immer dunkel? Du hast Night Vision, okay. Genau, ja, aber ich verwende es nicht, weil es für mich noch komplett hell ist mit Brightness und Gamma. Okay. Es wird dann immer dunkel draußen, man sieht nichts. Ja, wurscht. Da muss sie die Tannen sehe ich noch, also. Warte, ich auch, aber ich erkenne jetzt nicht die Vorbeigehen. Ich kann nur keine Kontraste erkennen, deswegen kann ich nicht sagen, ob da gerade einer läuft oder nicht. Ich auch, das ist das Problem. Ich glaube, es vorne nicht klar. Erkennen, dass dort was ist, ja, aber nicht was. Es kann sein, dass die Spieler, wenn sie vorbeirennen, wieder beleuchtet sind. Ist wurscht, cool. Ich pack dir jetzt Night Vision in den Rucksack, bleib. Ja, also, das war's. Warte, ich muss schauen, ob ich überhaupt Platz hab. Nein, ist ein Platz, ist alles schon ein. Was? Ich wurscht. Ist schon drin, ein Platz. Okay. Der Scheiß, der raucht mir auch viel ein, ja. Gut. Soll ich wieder versuchen? Du magst. Ja, warte, ich schau drüber. Siehst du wirklich, ob da an der linken Mauer was ist? Ja, warte ein bisschen. Okay, durch die Flares kann ich es nicht benutzen. Ihr habt gesagt, dieser wurscht. Dr. Ivan ist auch auf der Insel, da? Das ist ja Urin. Nein. Achso, okay. 15. Ist und da hinter der linken Mauer? Ja. Ich kann nicht hinsehen, so wie ich gerade stehe, warte. Alter, dieser Scheiß. Ist die, wo die Mauern, Säulen oder was? Es liegt immer noch einer direkt vor dem LKW links. Wo ist der LKW? Wenn der Ausgang, wenn auf deiner Höhe circa. Scheiße, Alter, dass der mich nicht gesehen hat. Siehst du ihn? Der hat auf dich geschossen wahrscheinlich. Ich glaube, das war eh der, der von dort ist geschossen. Hast den, er ist down. Passt. Alter, 12, du bist der Oberpsychopathenkiller. Und sobald man lebendig von da runterkommen muss, zum Psychologen gehen, wahrscheinlich. Soll ich eine Flare zum Chopper rüberwerfen, Bschem? Nein. Mach mal. Nein. Alter, das sind Chopper so viele Guards. Die Night Vision haben, sehen genauso viel wie ihr ohne Gamma. Also wenn du eine Flare hinwirfst, bist du sein Erschießungskommando. Oh, der Bschem schon wieder lehnt sich um die Wand. Hab sie. 14. Beide. 14, ja, 2 erwischt. Na dann, versuch mal zu laufen. Und er läuft schon zum Chopper. Nachladen, warte, nachladen. Nutzt das aus. Run, Forest, run! Jeder hat nachgeladen. Wollen wir zum Chopper schon laufen? Na, ich hol ja nur Jacob, oder? Na, wir fliegen alle weg. Na, oder? Wenn, dann verpissen wir uns alle jetzt. Ja, wenn, dann verpissen wir uns alle. Hat das geschafft? Hat das. Paar Ballen nach. Beim Chopper. Beim Chopper? Okay, warte. Ja, geh jetzt weg von meiner Position. Okay, dann läuft der erste zu ihm. Das rechte Eck der Mauer ist safe. Ja, also von mir aus rechts. Das linke wird verdeckt bei mir. Ah, da ist noch ein Guard. Oh shit. Wo? Er kommt von rechts aus eurer von eurer Seite. Also von aus. Mir. Von Flan von mir. Es, ja. Ich ziehe genau auf die Ecke. Er kommt jetzt. Warte, den, er rennt Scheiße. Dann da. Ich habe doch den Rauch nicht erkannt, geschaut. Hat einen Endfit für mich. Okay, er ist nach links gelaufen wieder. Ja. Ich Daniel sehen. Der ist urschnell, der Bastard.
Er müsste trotzdem ein, zwei Kugeln kassiert haben. Ja, ich glaube auch, dass er die kassiert hat. Er kommt zu mir, Scheiße. Das sehe ich nicht. Ah, so. Hinter euch am Eck steht einer, Leute. Plancho Panda etc. Hab ihn. Da rennt der andere. Ah, ich hab den anderen einmal erwischt. Ja, das bin ich. Hab ihn, der ist ja bei mir. Mal wieder durch. Ich hab ihn erwischt, jetzt hab ich drei. Passt. Soll ich mal hinlaufen und schauen, ob er was hat? Hast du den mit der Enfield? Schön weg. Ja, ja, den mit der Enfield hab ich vorhin. Passt, dann lauf mal. Dann lauf mal. Okay, boah, ich mach als erster. Oder nein, Chris als erster. Chris hat den weitesten Weg. Wohin dann, wenn man rauskommt? Zum Chopper. Alter, danke Chris, du hast das gerade voll den Arsch gerettet, gell? Ja. Ich hab den Typen erwischt, ich hab 3 Kills. Booyah, Daddy. Wo ist der scheiß Chopper? Seh nicht. Wenn du rauskommst, rechts irgendwo. Durch das Gate, rechts irgendwo. Links von der Tanke. Oder? Genau. Ja. Soll ich auch schon mal loslaufen? Ja, lauf. Und Daniel, wir beide laufen zu uns gleichzeitig. Ja. Weil das bringt sich nichts mehr, wenn nur einer drin bleibt. Ja. Lauf dir dann nach. Sobald Fly beim Chopper ist, laufen wir los. Einer kann mir noch helfen, auftanken. Na, scheiß auf auftanken. Ich hab sie einsteigen. Los, komm, lauf mal. Ja, okay, go. Los, hopp. Aber geduckt. Nein, der ist leer fast. Du bist ein Chopper. Der ist fast komplett leer. Lauf mir nach. Bitte, ich lauf falsch. Wir können auch versuchen, ein Flugzeug zu nehmen. Fick das Flugzeug. Ist da ja, noch irgendwo mit was dem Chopper drin? Kommst du von hier nicht weg. Setz dich mal als Pilot rein. Dann tankt's ihn auf. Oder ist er kaputt? Engine 41. Nein, ihr habt eine Tankstelle dort bitte und wir haben 3 Big Jerry Cans. Es sollen einfach 3 Leute hier in den Tank. Eine Big Jerry Can ist noch drin, die ist voll. Die eine, die drin ist. Tank, hat die Tanke überhaupt seinen Tank? Der ja, Tank sie haben. Ja, wusste, was muss Big man Jerry reparieren an dem Chopper? Der Haarrotor ist wurscht. Engine, keine Ahnung, haben wir Engine Parts? Engine Parts habe ich reingelegt in den Chopper. Okay, soll ich heute zweimal Bloodpacks rein? Wo kann man da auftanken? Wir halten die Stellung wie ein Guards. Ich muss irgendwo in der Mitte zwischen dem Türtel und dem hinteren Teil des Fahrwerks musst du dich hinstellen und dort wo ich bin. Wo kann man überhaupt auftanken? Achso, ich weiß nicht, bei der Tankstelle da in eurer Nähe. Aber die eine Jerrycan, die ich reingelegt habe, ist voll. Könnt ihr nicht verwenden oder habt ihr schon gemacht? Ja, das Einzige, was ihr machen könnt, ihr könnt diese eine Jerrycan reinfüllen und schauen, ob das damit bis zu dieser Nordinsel Leute, schafft. Leute, ich tank eh die ganze Zeit schon auf. Ich halte die ganze Zeit die Stellung und schaue, ob ich die über der Garte rumläuft. Ich habe nämlich die 9 Jerrycans mitgenommen aus dem LKW. Wem ist jetzt... Ich schaue zur Tankstelle, ob man dort die Jerrycan auffüllen kann. Ja, das würde ich jetzt nämlich auch gerne machen. Ein, ich habe eine Big Jerrycan mit. Für dich. Wir brauchen halt so ein fettes Tank. Wollen wir dann, wirklich zu der nördlichen Insel gehen? Kannst nicht auffüllen hier. Mit einer Jerrycan müsstest du es hinschaffen, Pschemek. Das sind 80 Liter. Ja. Nein, ich habe jetzt eh ordentlich aufgefüllt. Ach so. Ja, passt. Zur Insel schaffen. Dann fliegen wir nach Nordosten und tanken dort auf. Ich lasse die Big Jerrycan gleich im Inventar drinnen. Ja. Haut sie bitte auch, ob du dich gegen Wurde gerade kommt. Oder können uns die wirklich nicht sehen da? Und wenn ihr im Dunkeln seid und keine Flares um euch herum liegen, sehen sie euch. Nein, Flares sind alle aus. Ja, aber ich sehe ziemlich gut mit der Fail-Night Vision. Ja, mit der Fail-Night Vision. Aber ich habe vom Schemek den Night Vision. Spieler also. Ohne Fail-Night Vision. Okay, passt, das ist gut. Und ohne Flugzeug ist geiler. Ja, ist mir wir wurscht, fliegen wir jetzt rüber sicher. Zur nordöstlichen Insel. Wenn wir Glück haben, finden wir vielleicht einen Huey dort. Ja, passt. Oder ja, Glück haben, schaffen wir es mit der Engine hin. Ich hab schon einen Marker. Okay, wer ist noch drauf? Moment, ist die Engine kaputt? Wir haben Engine Parts. Nein, aber wir sollten sie reparieren, weil 41% ich weiß. Wir haben Engine Parts drin und dann repariert es bitte. Und es sind auch sonst noch Chopper-Teile in beiden LKWs drinnen. Wollt wir probieren noch Equip von Taverna Guards reinzuholen? War scheiß drauf. Schaut nur, ob eine von den Guards hier drumherum umgeheizt hat, ob da vielleicht einer einen DMA hat oder so. Ah, eben, ich versuche. Toll, ich schau nochmal zum Eingang. Stimmt, DMR brauchen Deckung, wir. Die Bedeckung. Leute. Hat jemand schon seit dem Patch mal getestet, ob man die DMR-Max noch glitchen kann? Nein, ich hab noch keinen gehabt bis jetzt.
wenn sie den Brick Cross davon haben. Okay, ich werde da mal links. Warte, ich kann hier den Tank drainen beim Flieger. Das mache ich jetzt mal kurz. Ja, dann mache ich das auch, oder? Und mit der Big Jerrycan wäre. Nein, mit der Big Jerrycan geht's nicht, er sagt, es ist zu wenig drin. Alex, ich schau mal kurz um die Mauer herum, ob da irgendwelche. Wir haben alle RPK. Ja, da rennt wieder ein Bot. Wo? Links von dem Industrial. Da ist er genau bei mir. Beim Flieger da herum. Bug, also SVD. Gleich. Jetzt hat einer. Hier im Flieger. Ist SVD ein Sniper? Ja. Ja, ja. SVD Dragunov. Nimm die mit. Ist super. Ich schau, ob vielleicht eine Night Vision gehabt hat. Die hab ich auch schon. Da ist ihn, er ist jetzt hinterm Flieger. Er rennt da ganz weit außen auf der Landebahn. Ja, ich seh. Also auf der Landebahn beim Flieger. Da ich rennt seh, ich kann nicht treffen Bogen. Von da. Scheiße, Alter. Warte, ich hole mal jetzt da. Na, warte, wenn noch ich rein nicht, noch nicht, nicht. Sehe ich nichts. Mit der Sniper. Ja, wenn. Will jemand eine SA-58? Ach so, gar nichts. Nein, scheiße, da links kommt ein Bot, pass auf. Aber warte, bis er ruhig ist. Warte, bis er wirklich länger ruhig ist. Er rennt die ganze Deppert um und um. Geht er hinter diese. Ich hinter den Sandsäcken ist er. Okay, ich bin auch hinter dem Sandsack. Scheiße, er hat sich genauso positioniert, dass mich das Licht blendet. Brauchen wir noch irgendwas für den Chopper, um ihn zu reparieren oder starten? Nein, aber knallen wir den Typen ab. Komm, da vorne ist er. Aber den Typen müssen wir wegheizen. Links ist ein Flieger und links von dem Flieger sind Sandsäcke und da liegt er. Den. Siehst du ihn? Soll ich schießen? Ja, wenn du ihn. Ja, wenn du ihn treffen kannst, hast du schon. Nein, das ist nur ein Gras gewesen. Wo ist der Penner? Nur Destroy Grave Cross stehen. Da liegt der Jerrycan, also der sitzt dann in der Lücke. Mal mehr RPK gehabt, die Post, oder? Alter, wo ist das Arschloch jetzt hin? Das hat sich sicher hingelegt. Bei den Sandsäcken. Im All nur RPKs gehabt, sie unpackbar. Ja. Irgendwelche müssen hier Marks gehabt Vision? Haben. Nein. Nein, hat nicht durchgeschaut. Hast du alle wegen Night Vision durchgeschaut? Benny? Ja. Ich hab nicht durchgeschaut, ich hab nur auf die Waffen geschaut. Ich hab die Gears durchgeschaut, also die im Eingang so die haben nichts. Haben die Bots nicht. Und zu den LKWs will ich nicht. Ich habe ihn jetzt gerade im Fadenkreuz gehabt. Ja, wo ist er denn bei den Sandsäcken? Wenn du schaust, das. Ach Gott. Ich versuche von links. Er ist genau bei dem Busch da hinter mir. Hab ihn. Er schießt. Oh. Okay, einsteigen. Oder er liegt. Er liegt. Du hast 16, glaube ich, nicht tot, oder? Hatte ich 15? Das weiß ich. Nein, du hattest 16, glaube ich. Hattest du vorhin schon. Dann ist er bewusstlos. Ja, okay, wollen wir jetzt einsteigen und weg. Passt. Hauen wir ab. Oder holen wir uns ein bisschen mehr über den Scheiß, das hauen wir ab. Wir fliegen jetzt zuerst mal gescheit auftanken und schon auf die Insel im Nordosten. Ich hab schon am Marker gesetzt, Cem. Warte, ich steig schon ein. Und passt, ich bin drin. Alter, okay, wir sind überlebt. Ja, erst müssen wir noch wegkommen. Das, ja, voll stimmt. Ja, aber stimmt. Wir haben das überlebt bis jetzt. Voll, das ist epic. Jetzt könnt ihr Third Person schauen, ob ihr da noch irgendwo Bots seht. Das behaupte ich. Ja, ich schaue die ganze Zeit. Und zieh gleich nach Norden ab, ja. Tief bleiben. Was? Tief? Oh, oder? Tief bleiben. Gut. Passt. Die Richtung, direkt die Richtung hast du die Insel. Einfach geradeaus weiter. Wood, wood. Keine Ahnung. Say what, what. Wood. Wir haben es geschafft. Sweet Home Alabama. Wir haben es auf jeden Fall von der Insel geschafft, gell? Oh ja, Daddy. Ja, ich habe jetzt eine Bison und eine SVD. Oh, ich wollte die Bison auch noch voll checken. So geil. Ich habe jetzt noch Fallmunition, falls das. Achso, das habe ich abgelegt. Okay. Aber die Bots, Alter, da. Ich habe euch jetzt die Muni mitgenommen, von der man wenig findet, dass die Fall und so. Ja, ich dann den Chopper hinein. Oh, dann jetzt ist derbe, wenn wir es jetzt schaffen, zurückzukommen zu Land und dann kann uns der Spieler. So wie ich es einmal gemacht habe bei. Ich habe jetzt Night Vision ausgemacht. Das ist doch. Ich mal den Chopper. Okay. Leute, ein Handy oder so. Das ist. Das
so. Okay, ja, ich kenne mich aus. Ich weiß schon. Lass mich rein. Danke, Daniel. Bitte, Fly. Okay, aufpasst, dass jetzt keiner auf der Insel ist. Ey, ich bin von der Presse, ich muss für gute Nachrichten sorgen. Ja, stimmt. Dann hast du deinen Job wohl noch nicht ganz verstanden, oder? Der Heli ist einfach nur nice. Aber das... Das ist zufällig, hat die SVD aufgehoben mit Night Vision und die Night Vision funktioniert nicht. Wenn ich. Ja, mit der SVD funktioniert die Night Vision nicht. Das ist. Die MA ist eine der wenigen Waffen, die du Night Vision verwenden kannst. Ja, ich hab die Tannen hinter mir nicht gesehen. Nicht nervös werden, Alter. Erst seht ihr irgendeinen Zaun da unten, weil da unten ist. Nein, ich seh auch nix. Ich sehe nur dieses Zapfsäule. Ich versuche einfach am Helipad zu landen. Das sollte funktionieren am Helipad. Es gibt einen Zaun um diese zwei fetten Tanks, die dort sind. Wir sind schon unten. Passt und betanken. Ein Wildschwein! Kill die Sau, Fly. Kill die Sau. Ja? Passt. Kill die Sau. Was ich. Kill die Sau! What the fuck? Er schießt wer? Ich wollte kurz sagen. Ach so. Das Schwein. Das ist auch schwerer zu treffen als so ein scheiß Bot. Das ist auch. Boah, wie ist mir gerade durchs Schussfeld gelaufen? Entschuldigung. Nicht mehr schießen. Ich finde auch nice, dass der Schweindel immer. Das Schweindel. Oh. Ich werfe jetzt einfach Bloodbags in den Heli hinein. Ich kann Destroy Gravecross machen. Oh, nicht. Sonst glitscht er wieder zurück irgendwo hin. Nach Sidebeard. Teleport, Alter. Und er, Fly, so, sobald er geportet wird, ist er beim Mayor. Kann nicht auffüllen hier. Ich hab nur die Auswahl Destroy Gravecross und Weapon M9. Dann lass mich ausloggen und wieder einloggen. Destroy Gravecross beim Chopper, oder? Ja, theoretisch hier machen, ja. Hier kannst du das machen. Okay, ich logge mich kurz aus. Warte, unsere Mission ist aber noch nicht zu Ende, oder? Level 3 Blueprints. Aber sie war auf jeden Fall erfolgreich. Na, wie er sich ausloggt, wie geil das ausschaut. Ist das wie zeigt, da hinten ist einer. Das sieht nice aus. Schau wie. Auf den Boden mit dir, auf den Boden! Voll, auf den Boden, auf den Boden! Fuck! Das hat die Knarre gezogen. Jetzt wählst du sich. Schau, was das hätte niemand angeschossen. Oh, ja, stimmt. Ja, voll, er hat die Knarre gezogen und ist angeschossen und rennt. Passt, holen wir uns noch Steaks, das ist der Schweindel wieder. Ja, hat das letzte Schweindel Steaks gegeben? Normalerweise schon, ich hab das damals. Wie ich da war, habe ich OP-Code. Wenn wir nochmal zurückfliegen, möchten wir doch meine M4-1 wiederholen. Ja, das kann man eh machen. Jetzt ist eh schon Wayne. Ich habe jetzt 3x80 Liter betankt. Jack, ich habe eine Bison SD und eine SVD. Ja, die SVD tauscht bei nächster Möglichkeit aus, weil die SVD funktioniert nicht mit Night Vision. Ja, aber sehr wurscht, aber es ist trotzdem so. Aber wenigstens mal ein Sniper-Gewehr. Toll, schon in der Nacht, wenn du Night Vision hast, hast du sowieso einen Vorteil, weil fast keiner hat. Und am Tag hast du die SVD fertig. Verstehst du nicht, der Partei? Also wenn wir mit Flugzeug dort gelandet wären, wären wir schon eigentlich nicht so leicht wegkommen, je nachdem wie das Flugzeug geparkt wäre. Das stimmt allerdings. Also der Heli ist schon sehr nice. Nicht unnice. Russische Titel. Wir hätten wahrscheinlich eins von ihren Flugzeugen badeln müssen, weil die sind Nur voll und tankt und so ein Schiff. Scheiße, und mit Gier drin eventuell. Ich weiß nicht, warum ich check mal Tankstatus. Aber kennt doch. Wir sind bei 4/5. Na, wir tanken ganz voll. Kennt noch jemand von euch ein Trio mit 4 Fäusten, die Serie? Na sicher, da haben sie auch mit dem rosanen Chopper. Ja, wie geil, das ist unser Chopper. Genau. Und das ist unser Chopper, Alter. Wenn wir den Chopper jetzt tanken, dann werden wir ihn gar nicht mehr tanken müssen. Wenn er jetzt voll wird. Ja, das ist wurscht. Wobei er verliert auch so an Sprit, leider. Das ist egal. Echt? Liegt wir tanken ihn jetzt ganz voll.
und hauen alle Jerrycans voll wieder voll in hinein. Den Chopper hinein. Ganz klar. Jerrycan braucht 3 Slots, richtig? Ne, normale, ja. Die Big 9. Der Traveler hat ja 32 Slots, ich dachte, er hat nur 30. Mhm. Was denkst du? Auch. Ja, holt euch die Sau! Komm her, du Sau, Alter. Hier kann man nicht drauf gehen. Hunger hast, ja, hältst die Sau, und wenn du Durst hast, dann saufst du einfach Sprit. Das war ja normal. Das war ja, wie wir uns da mal ausgelockt haben mit unserem Chopper, weißt du noch? Da habe ich uns ja unviele Steaks besorgt, nur dann... Hast du noch was in den Chopper rein, oder? Oder was soll der Scheiß? Ich habe noch halb bei. Weiß ich schon. Ich habe noch einige Blattbüchsen so reingeworfen und so. 2 Meat Steaks on Carcass und... Ich habe noch Hide Body und Study Body. Wahrscheinlich schon wieder Inventory voll ist. Ich habe uns noch 4 Blattbüchsen reingeworfen. Wenn wir dann aufhören, sollten wir den Chopper vielleicht wieder auf einem Silo saven. Ja, das hat letztes Fall. Mal gut funktioniert. Ja. Wie schaut's aus mit Antibiotics? Ich habe 2 Stück. Ja, wie lange brauchst du noch bis zu mir? Wir sind in 5 Minuten da. Sobald wir losfliegen, brauchen wir nicht mehr. Danke, ist voll. Noch die vollen Jerrycans rein. Ja, haut's noch einmal rein, aber dann ist voll. Ja, ich hab noch eine 80er bei mir. Die Big Jerrycan hat noch mehr Platz, dass er die auffüllt. Ich hab noch eine 80er Big Jerrycan. Ich auch noch. Da ist wieder eine Sau. Können Sie wieder umheizen. Übrigens, FN-Fang-Muni habe ich auch. Der letzte hat nichts hergeben. Wurscht, irgendeiner wird schon was hergeben. Braucht ihr was zu essen? Ich habe nämlich noch Pasta einstecken und im Hubi habe ich auch was reingelegt. Ja, bald, aber ich brauche noch Pasta dann, ja. Ich bin jetzt bei der Hälfte und bei Trinken auch, aber ist jetzt nicht so. Ja, aber anscheinend hat sich jemand das Essen schon rausgenommen. Okay. Bags, such Essen. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen schade. Ja, heizt die Sau, vielleicht gibt sie uns. Probier uns mal. Fliegen wir zurück und fahren uns was. Ja, sie läuft noch. Oh. Okay, Jerrycans sind jetzt fast alle voll, ich bring auch jetzt die letzte. Und, hast du das Symbol? Wieder nur Hide Body und Study Body. Irgendwie hat mich gerannt. Er sagt 2 Meat Steaks. Probier mal, na Combat hast du, weil ich geschossen hab. Probier's mal eine andere, die Sau zu garten. Ja, ich komm gleich. Ich bin Jerrycan rein. 5 Jerrycans. Also mit der Anzahl an Jerrycans können wir von jedem Silo mit 0 Dank sicher wegkommen. Ja. Na, so. Auch nur Hide Body. Ist der Tank jetzt voll vom Chopper? Ja, ja. Was, dann fülle ich jetzt die Big Jerrycan noch auf. Was ist Hide noch an Leeren drinnen? Ja. Bei Big Jerrycans sind schon drin. Die andere. Volle oder leere? Bad Animal. Er zeigt mir noch immer dann Refuel. Ja, ich glaub, das zeigt da ist was drin, oder? Ja, 2 Steaks. Nice. Passt. Hast du sie genommen? Na, die G17, die im Chopper drinnen ist, Leute, hab ich gehört beide. So ich hab beide. Ja, dann nimmst du. Hau das rohe Fleisch einfach in den Chopper. Oder wolltest du zuerst braten? Machen wir da was, braten wir gleich und essen wir's. Ja, kann wer. Ja, ich hab keine Box of Matches. Box of Matches. Ich hab welche. Ich brauch nur irgendwo einen Baum, der Holz hergibt. Ja, das geht, das habe ich schon mal da gemacht auf der Insel. Braucht niemanden, der Holz jetzt choppt. Ja, jetzt mach keinen Stress. Wo bist du jetzt genau? Hier kannst du nicht Holz choppen auf der Insel. Achso. Das ist jetzt aber dieselbe Aktion wieder, bitte. Machen, wie ich beim Kriegs gemacht habe, oder was? Oh, Alter! Oh, Alter! Wer hat sich den Holz gemacht? Ich. Fly. Morphium. Jetzt. Du bist der hier? Ja. Ich bin der Typ, der gerade den Hax gebrochen hat. Ich bin auf Side B. Nicht ein Treffer. Und Fly rennt mir über den Haxen. Danke. Hast du bis Kläger ist drüber gelaufen, Mann? Nein, er ist gestanden. Fuck, Fly, du Ballo. Ich weiche extra noch aus und er rennt in mich hinein. Ist lustig, dass man, wenn man streamt, dass die Gamma nicht übertragen wird. Die Umgestellte. Okay, los, hier mal. Alle drin? Nein. Hat der Chopper eigentlich kein Leid? Oh ja, hat er. Aber. Boah, man, der Flutlicht-Deluxe. Aber wir haben hier ziemlich viele Feinde in der Nähe, also lass er abdreht. Ist ja nicht jetzt so, dass. Über Set B und leuchte ihnen ins Gesicht, den Bots. Leute, ist ja nicht so, dass bei einer Zombie-Apokalypse wesentlich großer Luftverkehr vorherrscht, also brauchen wir kein Licht.
Ja, ich sitze in der Mitte. Warte, dreh mal auf. Genau, wie schaut das aus? Ich hab schon auf. Nice. Du was? Siehst nichts auf der Höhe wahrscheinlich. Du fett Zugscheinwerfer. Schnell, Jackpen schon weg. Voll, Alter. Wir brauchen einen Epipen. Ja, was bist du auch so fake und hast einfach ein Disconnect. Voll. Disconnect faken, ja. Das ist... Aber richtig hart. Ihr habt gesagt, ich bin voll in den Durchgang reingelaufen. Ja, du läufst plötzlich vor, läufst in den Durchgang, bist mir genau im Ziel und bleibst noch so im Durchgang stehen am Stand und ich denke mir, Alter, dich knallt keiner ab. Urgeil. Ja, und ich denke mir, ich hab so ganz leicht gehört, wie über dich kam, so, ich bin ein Held. Das ist so richtig heftig. Wir haben gedacht, ich mach die Platine. Vielleicht weil er auch ein Bot dann war. Und deswegen haben voll. Die Bots nicht auf ihn geheizt. Vielleicht ist er einer von uns. Na, wenn er hinkommt, wenn er. Fünf von uns umgeheizt, aber er ist ja jetzt einer von uns. Aber vielleicht wirklich, wenn er. Jack dreht sich um und heizt uns nieder. Du, aber vielleicht ist wirklich der Bot. Oh. Wenn er in Combat auslockt, vielleicht fängt er nur an zu laufen, so auf dem Motto, dass er entkommt. Weißt du, was ich meine? Kann sein. Im Kommen nennst du sich direkt zwischen zwei Parteien zu stellen, die gegenseitig aufeinander heizen. Revi vielleicht schon gesagt hat, ihr könnt froh sein, dass er sich nicht, dass sein Bot sich nicht umdreht hat und auf euch geheizt hat. Ja. Ja, ich glaube, noch immer in Kameni. Was? Noch immer in Kameni? Ja. Hey, die Bohrinsel ist neben uns. Wir treffen uns seit B. Die Bohrinsel ist neben uns, gell? Ja, links vor uns ist auch eine. Na ja, seh ich's mal. Hast du tatsächlich Schiebenig? Aus 300 Sachen schaffen wir. Oh, da hat aber ein bisschen was gefehlt. Bamaram, Alter. Bamaram. Bamaram. Oh, das ist schon eins. Ja, voll. Wenn wir jetzt irgendwo stehen bleiben, gebe ich euch hier aus. Ja, echt? Wir landen dann noch auf einem Dino. Ich bleib mal kurz stehen. Ja. Fuck, du mal landen. Fuck. Ich bin von der Insel, wo wir gerade waren, bis zu Side B geschwommen, ja. Das stimmt allerdings, es gibt nicht viele Idioten, die das machen würden. Also wir und ich hab's gestreamt. Also wie machen wir das jetzt? Wir ejecten über Armini, oder ich? Genau. Und Jack versucht den Chopper zu fangen. Und ich krieg wieder Error. Jack versucht mich zu fangen. Mein Bot löst sich ja vom Fallschirm. Don't worry, ich I got you. Vielleicht schaffe ich es so zu machen, dass mein Bot auf einem Zaun landet, dann tue ich mir nichts. Ja, dann musst ich direkt über irgendeinem Hospital checken. Du wirst Licht eingeschalten. Oh wow, Essen und Trinken ist leer bei mir, Essen blinkt schon. Jetzt wirst du bewusstlos und fallst aus dem Job heraus. Genau. Nein, mach die Tür auf, erzeugt dann unter Druck in der Kabine und wir stützen ab. Kannst du da mal kurz im Wasser nicht landen? Nicht auf die Höhe. Daniel, nicht auf die Höhe. Ja, vor allem in einem Hubschrauber, wo das Fenster vom Copilot die ganze Zeit offen ist. Zeige, solange wir nicht über, weiß ich, wir sollten 5 Kilometer einbauen. Ist das wurscht. Da wollt ihr Licht haben. Ihr ja, schaut für den Jack ein, ob er dich sehen kann aus der Ferne. Wo ist er überhaupt? Ah! Sehr nice. Warum schreibst du auf der Uhr rein, weil er schaut? Schau, wie ich abbremse. Kannst du auf dem Dach vom Industrial landen? Ja, so habe ich letztens den Wiener abgeholt. Komm aufs Dach, Jack. Ich bin am Dach. So. Ja. Achso, das war die Zukunft. Na, pass auf, das ist unsere Sorge. Jetzt sind wir abgeholt. Der wird das schon wert, das geht sich. Like a boss.
der volle Suchscheinwerfer, oder? Da vorne, wie du weißt. Da kannst du Spieler voll flashen, oder? Aber der Tiefhub war jetzt wildbar, ich dachte kurz, so scheiße, schau, wie es noch hochzieht. Voll. Also, falls irgendjemand eine M203 Grenade findet, bitte für mich aufheben, okay? Ja, ich hab noch den weiter in den Osten, und jetzt gleich bei Tag und Abend. Habt ihr gehört? Was? In Zukunft, wenn irgendjemand eine M203 Grenade findet, dann geht's. Auch wenn es Flares sind, wurscht was. Weil ich hab den nicht launchen. Was? Den haben wir alle. Genau. Jesus, der ist weg. Das Problem ist, der weiß, wo unser Chopper ist. Können wir ihn auch umparken? Ja, würde ich schon sagen. Pack mal um. Er kennt ein anderes Silo. Bling jetzt ein Schmitrowitze mit ihm. Packen ihn dort irgendwo. Voll. Ich weiß wo. Alle rein. Wenn du rausgehst von Mitrovice Richtung nicht Bilgrad, sondern Branibor, gibt es ja gleich auch so einen Silo. Wo auch fast immer ein Chopper drauf ist. Wahrscheinlich hat der auch ein Silo gesucht. Branibor. Deswegen finden wir ihn auf einem anderen Silo vielleicht. Wieso landen wir den Chopper nicht im AKW? AKW? Im AKW drin? Oder was? Na. Rebellianka unten meinst du? Achso. Ja. Aber glaubst du, da gibt's irgendwas? Oder nicht du durch. Nein, du kannst ihn. Naja, wir können uns versuchen. Aber Leute. Ja, schauen wir mal, suchen wir einfach. Aber Leute, er hat bestimmt jetzt auch ein Silo gesucht. Die könnten nach ihm nachfliegen und seinen zerstören. Ja, dein MG. Wenn du oder flau. Ja, ja, aber wenn nur einer drin ist. Wir sind noch. Naja, das reicht ja. Wie viele brauchst du denn für einen MG? Oh, nein, okay. Schloss steig einer. Ja, passt. Jetzt ist es weit. Ja, die schauen jetzt sicher über P, da laufen die sich aus. Jetzt sind wir den Chopper nieder. Über ein Lego-Männchen so aufgestiegen. Also nach Branibor oder was? Ja. Also nicht direkt nach Branibor. Schon daneben. Aber flieg über den Berg, vielleicht ist da was drauf. Wie soll ich über den Berg fliegen? Genau, um zu schauen, ob es drauf geparkt ist. Ich glaube, da irgendwas vielleicht oben. Ich glaube nicht.
Ich lache, wenn er genau dahinter ein paar andere hochkommt. Dann umwiesen. Den kannst du mit der Leitbestätte runter. Ich steig da ja. Ja, aber ich glaube, ich bin wieder. Aber man kann nicht auf die Einsteigen. Das ist ein Leitbestätte. Ah, das geht schon. Ich hoffe, das geht. Ja, mit einem Trager kommt, da kannst du landen, aber das war's ja. Schon. Die Teile verschieben sich ja sicher. Ich sage euch, die ganzen sind auf der Insel nicht mehr klar. Wo ist eigentlich hier das Endkraftwerk? Das Endkraftwerk? Weiter in die Richtung, oder? Ja. Ja. Ein bisschen nach links kannst du fliegen. Weiter nach links noch, ja. NPP 3. Bianca. Genau, so bleibt. Okay. Und jetzt kommt es gegen auf der rechten Seite. Jetzt. Da ist es schon. Aber da kann man auch nicht wirklich entscheiden, oder? Ne, das ist so. Ja, ja, ich bin schon da. Ich glaube, dass hier selten mal jemand vorbeikommt. Da drüben wäre eins.
rechts hinter uns. Genauso eins wie drüben. Voll. Wenn man geradeaus fliegen kommt auch noch. Das hört nicht gut aus. Ich glaube aber, wenn wir runter auf die unterste Insel fliegen würden, mit dem Tank. In welche Richtung? Ja, genau so. Okay. Ah ja, stimmt. Nein. Das wird toll. Jetzt ist die Szene, die das los ist. Der Chopper abschließt. Der passt. Sie nicht? Ja, voll. Ah, Alter. Das ist verdammt krass. Ejected aus dem Chopper, dass er auf dem Atomsilo landet. Am Rand. Dann lockt er sich aus und sein Boot rennt geradeaus weiter. Bleib beim Chopper geblieben. Wollt nicht einer dort bleiben, ja. Wurscht, alle rennen einfach hin. Ich weiß nicht mal, wo der Chopper runtergekommen ist. Einfach runter an die Küste, dann siehst du ihn eh schon brennen. Ja, doppelt rechts. Ich habe Platz im Rucksack gemacht, also ich kann die Weapons einpacken. Den Fallmoni habe ich eh auch in den Hubschrauber drin. Kann dich in den Rucksack einpacken? War da aber gut her. War das schon so nice, dass einfach im Dunkeln und die Dinge brennen. Fuck no. Ei. Wie wollt ihr sie ausschalten? Ja. Ja, mach die zu wippen. In den Kopf, fly, in den Kopf. Ja, versuch ich ja. So, er hat eine Bison. Ja. Oh, ist sie. Wie die sich anhört. Thank you. Oh, nice. Dieser SD passt, nehme ich mir auch gleich. Was ist da? Noch irgendwas looten? APS Magazin. Oh, warte, da ist. Ja, Morphium kann ich einstecken, weil der Bauch weg. I66C Camo passt. Warte, ich habe jetzt kurz mal die Bison abgelegt, nur schauen. Dafür. Ich habe eine Bison SD. M14. M14 A Means. Mitnehmen und rein. Und was das war? Ja, hat wer Fallmuni? Ich habe eine FN Fall AN PVS 4. Was? Mit Night Vision. Braucht man die MK? Braucht aber Muni dafür. Ich habe keine Muni dafür. Ja, ja, ich habe 4 5 Max und dann in den Hubschrauber reingehen. In den Hubschrauber, sehr gut. Ja, ja, ich habe die MK. Oh, die ist noch nice. Ich habe die G66C und die Bison SD. Ja, also es kann sich wer die. Was mit der M14 M braucht, wer? Was? Ja, steckt die auch. Die Night Vision Fall. Ja, ja. Die kannst du am Tag kübeln. Ja, aber in der Nacht mitnehmen, das ist gut, da kann er statt der Tage noch haben. Dann braucht er keine Night Vision, wenn wir dann wieder gegen uns kämpfen. Er kann Tag, das ist Hammer. Und jetzt sowieso die Fall hat er jetzt immer verwendet. Wenn ich nämlich mit Fall hier oder was? Ne, ich hab zwei Weapons in meinem Rucksack, M14 AIM und MK48. Ich bin nur am Überlegen, ob ich die SVD weghau. Ja, die kannst. Hebst du mal noch auf. Hebst du auf. Chopper, okay, rein. Genau. Ich hab die G36C Camo und die. Und die.
die Bison ist die echte gefunden. Ah, Fly, du kannst die Night Vision nochmal, die normale Night Vision ausschalten, wenn du die Fall mit Night Vision hast. Ja. Weil du hast deine Bison da auch abgelegt, oder was? Ja, ich hab die Bison weggelegt. Und die Muni auch? Die Muni dazu, ja, auch? Muni ja, auch. Das ist natürlich gescheit. Wo hast du es denn hingelegt? Rechts. Die Muni hast du noch gehabt dafür? 6 Mikes oder so. Scheiße, Mann, ich find's nicht. Weil den Job ist auch mit seiner Stick liegen vor dir noch, den ich genommen. Ah, da liegt sie, gepasst. Ja, dann nehme ich mir die Fallmuni aus dem Chopper raus, für... Mach das. Passt. Soll ich die zweite Bison... Mag ich die zweite Bison auch noch wieder mitnehmen? Mhm. Ich habe keinen Platz mehr. Okay, ich habe nur eine jetzt. Meine mit. Wurscht. Warte, ich hab die G66C Camo, oh nice. Cool. Würde ich mir einstecken mit der M4, glaube ich, weil. Dann habe ich eine auf Close Quarter Range auch, weil mit dem Scope ist auch schon auf nahe Distanz. Mhm. Obwohl, wenn ich die Bison SD habe, geht die auch. Ja, aber genau deswegen habe ich mir die AKS Cobra auch mitgenommen für Close Quarter. Ja, ich auch. Die habe ich jetzt im Schrott mal gepackt. Starten sie schon? Ich war. Kann mal den Motor gestartet. Oder drin? Naja, vielleicht. Warte kurz, ich komm schon raus. Nein. Also, wo bist du? Ich komm gerade aus dem Wald, ich hab noch die Besuchs mit die Flyer abgeliefert. Und die Max. Ich komm schon. Alter, das staubt noch nicht den Schlupf. Im Prinzip können sich noch einige unten, also können wir uns unten ausloggen und einer fliegt den Heli rauf oder zwei. Weil sonst nein, sind alle oben. Weil ich möchte, dass die ganzen Weapons dann bleiben. Ja, aber theoretisch, Flyer hat schon recht. Weil sonst sind ja, wenn alle auf Silo sich ausloggen, dann müssen sie sich entweder dauern, mit dem Chopper runterzufliegen. Ja, gut, dann warte noch den halt das Gear. Meintest du? Hier, warte kurz. Hier ist es Wayne. Ich meine, wenn ihr euch einloggt, wenn ihr euch ausloggt so und dann beim nächsten Mal den Chopper runterfliegen könnt, passt das eh. Kein Problem damit, ich logge mich oben aus. Ja, passt. Nicht, dass dann alle oben sich einloggen und warten, bis ich unten komme. Eben, das meine ich aber nicht. Gut, okay, dann. Der Jack traut sich auch zu. Gut, dann geh ich halt unten raus. Ich sehe auch noch vor. Passt. Kannst damit okay, dann logge ich mich unten aus, oder? Ist besser. Ja. Okay, passt. Ich habe jetzt auch einige Weapons reingekriegt. Ich muss jetzt schauen, was gut ist. Und Bloodbags habe ich auch reingekauft, dass ihr was habt. Über zwei Bloodbags, das reicht. Kann man Jerrycans und sowas rausnehmen? Ah, drin lassen. Ich würde eine bei mir in den Rucksack reinpacken.
Jerrycan, oder? Ja. Ich pack auch eine Big Jerrycan bei mir. Auch eine ein. Packt auch die Bloodbags. Ja, halt eh jeder, der sich oben ausloggt, ja, packt eine ein. Und die Bloodbags. Ich hab eine Big Jerrycan. Bloodbags habe ich zwei einstecken. Nehmt genau das Zeug raus, das ihr gern dabei hättet, wenn der Chopper plötzlich down geht. Ne? Das ist wirklich wichtig jetzt, der. Habt ihr jetzt alle Big Jerrycans raus? Mhm. Okay. Kennen wir für dich. Okay. Kannst du die normalen Jerrycans nehmen? Ah, danke. Oh, komm ich. Ja, dann logge ich mich da im Wald aus. Cool. Morgen eh wieder an, oder? Oh, ja. Passt. Mann, Zicke, weil ich arbeite morgen bis halb 10. Auf den Boden! Auf den Boden! Warte. Los! Ich tackle morgen bis halb 10 am Abend, das heißt um 10 sowas. Ja, ich werde auch erst um 10 Uhr hoch.